Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Keller, neues Revanche. Wer bin ich, Röntchen? Ja, Ladies, ey, ihr habt die letzte Folge hier ordentlich abgefeiert. Kuss geht da auf jeden Fall nochmal raus an Stefan. Erstmal herzlich willkommen. Was geht ab? Ja, freut mich. Dass wir dann auch mal hier aufnehmen konnten. Ist ja willkommen, eine Abwechslung mal. Ja, Gameplay kriegt ihr hier genug auf dem Kanal in Form von Battleship. Bin ich auch mal froh, wenn das nicht kommen muss. Hochwertig. Ja, auch, vor allen Dingen sehr hoch. Sehr hochwertig. Ja. Und dann ist mal eine willkommene Abwechslung. Ey, ich bin bei Stefan im Account. Stefan ist bei mir im Account. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile. Könnt doch sehr, sehr mal in die Kommentare reinballern, ob wir auch mal eine Folge machen sollen. Wenn Stefan da Bock drauf hat, natürlich. Will mich hier nirgendwo selber einladen. Ohne gucken. Ja, gerne. Das könnte sehr lange werden, glaube ich. Ja. Wir machen es jetzt wieder mit Footbin, damit wir so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, damit wir zum Ende kommen. Die Regeln kennt ihr mittlerweile. Wer bin ich? Drei Runden. Wir haben den Dreier-Player-Pick wieder am Start. Würde mich selber eine positive Bewertung freuen. Bei Stefan haben wir ebenfalls schon eine Folge aufgenommen. Ist unten drin verlinkt. Die kam vor ein paar Tagen online. Und ja, verlieren wir nicht mehr viel Zeit. Daumen nach oben wäre ein Träumchen. Und Kommentare vollballern, wenn ihr einen Player-Pick hattet. Wir haben eine Maschine, wie du das gerade runtergeraten hast. R3, ey, ich bin Profi, Junge. Ich bin der Profi. Ja, auf geht's. Also Abfahrt. R3 wieder weggucken einmal. Ja, ich öffne jetzt. Hopp, hopp. Und hast schon geschaut? Ich hab geschaut, ja. Der ist mir aber auch so ins Gesicht geklatscht, der Spieler. Also von daher. Bei mir ist der Name richtig ins Gesicht geklatscht. Okay, ich möchte lösen. Pirlo? Ja. Spaß. Ja, ey, komm, du darfst anfangen. Okay, wir müssen ein bisschen jetzt hier ein bisschen Power reinbringen. Ich würde mal fragen, so an der Stelle, habe ich einen Europäer? Ich wusste, dass die Frage kommt. Nein, hast du nicht. Ey, das ist schon mal, da fallen so drei Viertel raus. Ja, da fällt eine Menge raus. Ich muss mal Footbin anschreiben, dass sie mir so einen Filter machen, kein Europa. Wir müssen die featuren irgendwie. Ah, macht er gut. Ist meiner Europäer. Ja. Ja, das ist super. Europäer. Hat mein Spieler. Ist mein Spieler eine Prime-Icon? Er ist eine Prime-Icon, oder? Ja. So, nächste Jahr, Prime. Das ist also diese Player-Picks. Ah, ich höre die Tastatur, Ratana, ist gut. Ich mache mir das auch mal auf. Europäer, Prime, immer das gleiche Scheiß, Alter. Aber so kriegen wir Tempo rein, das ist gut. Und ich glaube, du sagst, der Spieler ist ins Gesicht. Ich habe einen Mittelfeldspieler. Ja. Ja? Arscht. Let's go! Aha! Wichtig ist erstmal Punkte sammeln fürs eigene Gemüt. Habe ich eine Top-5-Nation? Ja. Okay, dann geht der Schrott auch schon mal über eine Wupper. Es ist so langweilig, wenn man die ganze Zeit nur Ja oder Nein sagt. Wie erstmal jetzt mit einer schönen Nein-Frage. Antwort. Frage. Hat mein Spieler... Nein. Hat mein Spieler helles Haar? Also so blond. Braun, dunkelbraun, schwarz halt nein. Und Glatze ist halt, wäre halt auch Ja. Weil er hat ja keine Haare. Wäre eigentlich Nein dann. Keine blonden Haare. Aber ich sag mal so, kannst du noch mal wiederholen? Hat mein Spieler helles Haar? Okay, wenn er Glatze hat, die Frage ist nicht mit drin. Wenn Glatze, dann ist wer auch nein. Musst du wissen. Helles Haar. Ich brauche eine Brille. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also es ist so ein Joa. Ja, okay, so ein Mitteldingen. So ein Mitteldingen. Na gut, bringt mich ja auch schon mal weiter. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass das eigentlich so was wie Xavi und so nicht sein kann. Oder du hast jetzt eigentlich eine viel bessere Antwort von mir bekommen, ja, als ein Ja oder ein richtig, Nein, weil es ist weder noch. Es ist so ein Mitteldingen. Könnte aber auch ein Glatzenträger sein. Es könnte aber auch gefärbt sein. So. Ja, super. Aber ich habe auf jeden Fall schon gut Lauf hier. Ja, ich auch. Ist mein Spieler größer als 1,85? Nein. Ja, okay. Ich darf. Okay. So, ich frage jetzt, um mir direkt wieder ein Nein abzuholen. Weil jetzt ist halt das Ding, entweder habe ich einen Afrikaner oder einen Südamerikaner. Weil ich wüsste jetzt nicht, es gibt ja, glaube ich, keine Asiaten oder so, ne? Wie hieß denn nochmal hier der eine, der Nakata war doch mal? Nakata. Eigentlich hätte Keisuke Honda eine kriegen müssen für Lifestyle. Tokyo Drift. Ey, habe ich einen Südamerikaner? Ja. Let's go, ey. Oh, das Ding ist, du brauchst gar nicht viele Fragen so. Weißt du, bei mir war wichtig, dass ich da hinkomme, wo ich bin. Ja, Europa hast du gute Auswahl auf jeden Fall. Also ich habe einen Südamerikaner, heißt Brasilien, Argentinien. Wäre gut zu wissen, was für einen. Hat mein Spieler ein Rating von 92 oder höher? Ja. Okay, das heißt,
Kaká, Roberto Carlos und Sokrates normal fallen weg. Wenn das jetzt wieder so ein Cafu ist, ne? Den habe ich schon gefühlt fünfmal gezogen. Das heißt, Argentinien gibt es einen Veyron, einen Zanetti, das war's. Deswegen muss ich fragen, habe ich einen Brasilianer gezogen? Du hast einen Brasilianer gezogen. Copacabana. Ey, das ist gut. Okay, nee, warte mal. Ein Rivaldo kann es ja auch immer noch sein. Das ist nicht gut. Ich frag mal so, habe ich einen Angreifer gezogen erstmal? Ja. Ey, mir wird's gerade richtig warm ums Herz. Boah, Angreifer, ey. Wenn du mir jetzt mit einem Rivaldo kommst. Eigentlich müsste ich jetzt fragen, habe ich einen Rivaldo gezogen? Weil alles andere wäre gut. Habe ich eine Prime gezogen? Ja. Boah, jetzt gibt's nicht mehr viel. Aber es gibt immer noch Primes, auch gute. Es könnte wirklich, es könnte ein Pelé, Ronaldo, Garrincha, Ronaldinho, Jairzinho und ein Rivaldo sein. Ich sehe gerade, dass alle außer Rivaldo 5 Sterne Skills haben. Was soll ich denn jetzt fragen? Hat mein Spieler mit Attacking Work Rate? Ja. Ah, nein, es ist immer noch ein Ronaldo, ein Rivaldo drin. Es kann nur noch ein Garrincha, Ronaldo oder Rivaldo sein. Also ein R9 wäre schon Jackpot. Dann wärst du, glaube ich, nicht so vorangeschritten gerade. Kommst du gut mit dem klar, oder? Mit R9? Nur mit dem Baby, nicht? Der andere ist mir zu fett. Ey. Ja gut, dann wäre egal. Dann lass dir Zeit. Ja, das war jetzt wieder so ein Hinweis. Ne, ganz ehrlich, wenn ich einen Rivaldo habe, dafür brauche ich jetzt nicht zu fragen. Hab ich... Hä? Ich habe dich nicht gehört? Nee, ich versuche zu fragen. Ich versuche gerade eine Frage herauszufinden, ob ich... hat mein Spieler 90 Pace oder mehr? Ja. Was? Okay, dann ist es ein Garrincha oder ein Ronaldo. Ich muss fragen, habe ich R9 gezogen? Nein. Ja, der Traum lebte kurz und war dann genauso schnell wieder vorbei. Oh, ich habe nicht mehr viel jetzt. Scheiße, die Haare, die Frage war nicht gut. Die hat mich selber mehr verwirrt wie alles andere. Habe ich einen zentralen Mittelfeldspieler, sprich ZM, ZDM oder ZOM? Nein, habe ich Garrincha gezogen. Ja. Fuck! Darf ich nachziehen? Ja, ne? Du hast angefangen. Ja. Also ich habe keinen zentralen. Eieiei. Boah, jetzt muss aber was passieren, ne? Ey, ich würde jetzt, wenn ich an deiner Stelle wäre, ein bisschen nach den Haaren gucken. Weil das ja, wäre jetzt ja, so, ich weiß, das ist auch das, was ich gerade mache. Ich hätte halt eine Vermutung, weil viel ist halt hier dann auch nicht. Also aus meiner Sicht können es nur zwei sein und bei einem ist es halt schwierig, ob der hell oder dunkel hat, glaube ich, für dich einzuschätzen. Kommt mein Spiel aus England? Ja. Also dann gehe ich hier mit David Beckham. Oh. Richtig. Guck mal, ich kenne doch meinen Boy. Ich bin ein riesen David Beckham Fan. Im Spiel ist diese Karte schwierig. Wäre es die Toti, hätte ich sie genommen. Beziehungsweise ich sehe nur, ich habe die Hand vor meinem Auge, gehe runter, sehe Beckham und dachte mir so, geh langsam und schau. Es war der Prime. Ja. Toti wäre nice gewesen. Ja, Toti wäre übel gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Hoffnung jetzt, weil wenn so ein Garrincha kommt, meistens hast du ja dann so noch ein, zwei andere gute. Ah, Beckham, ich Beckham nicht erkannt, dann wäre ich, boah, wäre peinlich gewesen. Ich weiß nicht, wie viele, ich bin im Trading-Cards-Bereich unterwegs, Jungs, ihr wisst es, ich habe A-Spiele-Karten von dem Bruder. Gehen wir rein in Runde Nummer 2, ne? Wir dürfen beide, auf geht's. Könnten wir behalten, ne? Ja, beide dürfen wir. Okay, 3, 2, 1. So. Dann darf ich? Du fängst an, ja. Okay. Meine erste Frage ist, habe ich eine Special-Icon-Karte? Natürlich hast du keine. Ja, ich hätte diese Frage niemals gestellt, wäre nicht in Garrincha als erster Pick gewesen. Habe ich Top 5 Nationen? Nein. Ist ein Prime-Icon. Prime-Icon-Momente. Okay, habe ich einen Angreifer gezogen? Ja, du hast einen Angreifer gezogen. Oh, das ist schon mal nicht verkehrt. Hat mein Spieler denn auch 4 Sterne Skills? Ja. War das jetzt mehr, also gleich, oder ist es? 4 Sterne Skills, hast du gefragt. Hat er. Okay. 4 Sterne hat er auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, und wie sieht's mit dem Weakfoot aus? Hat er da auch mindestens 4, mindestens? Nee, hat er nicht. Okay. Okay, ich will den nicht mehr. Ich call dir gleich ein. Ich werde dir gleich so eincallen. Ich war nämlich gerade hier drauf, schau mir das an und dachte mir, diese Frage muss ich jetzt stellen. Und sehe hier gerade einen Mann, nach dem ist ein Award ernannt.
Also ich habe keine Top 5 Nationen. Die Frage ist halt jetzt, ich kann mich halt mit vielen Fragen... Ich hatte gerade eine Frage im Kopf, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Scheiße, die wäre war gut gewesen. Kennt man die Icon auch abseits des Fußballs? Sprich, hat er mal kommentiert, Trainer, sowas, die Richtung. Oder kennt man den wirklich nur durch Fußball? Mein Trainer ist auch Fußball, aber ich denke, du weißt, was ich meine, als Spieler. Da muss ich kurz Telefonjoker... Okay, also es ist nicht offensichtlich auf jeden Fall. Das, man müsste googeln, um das zu wissen. Ja, das, oder halt jemanden anrufen. Ja. Aber ja. Also war das jetzt nein? Ja, das war dann nein. Okay, sehr gut. Habe meine Spieler Europa? Nein. Dann werde ich dir gleich aber sowas von diesen Spielern nennen. Damit, ja, ich brauche wieder mal ein Jahr. Ich habe auf jeden Fall eine Prime, ne? Ja, klar. Klar, ja. Ein Abo, Prime-Abo hast du. Nicht bekannt so. Und nicht nur bei Amazon. Das ist auch eine, das sind nur Prime-Icon-Dinger da, Alter. Ich hab einen Europäer. Ja. Europa, nicht 5, perfekt, ist gut. Ist mein Spieler kleiner als 1,80? Ja. Okay, jetzt ist die Frage. Keine Top-Not. Habe ich einen Stürmer? Auch ja. Also Stürmer als ST oder angreifermäßig? Hast du die Frage jetzt verstanden? Ich habe die Frage so verstanden, wie du sie gestellt okay. hast. Okay, Stürmer, also Stürmer als ST. Hat mein Spieler High-Medium Workrates? Nein. Uff, dann fehlt aber ein bisschen was weg. Die haben ja alle High-Medium. Einer nicht. Dieser eine weise Spieler nicht. Dieser hübsche Mann. So, Steini. Also, da ich 4 Sterne Skills habe, exactement, und nicht mehr als 4 Sterne Weakfoot habe, also 3 Sterne oder weniger, ja. sehe ich hier gerade einen, und kein Europäer, Luis Hernandez. Einen Crespo fällt zum Beispiel weg. Einen Rivaldo, der hat 4-2. Sensationell. Ja, ich hätte jetzt eben so einen Puskás gecallt oder so, aber jetzt ist die Frage, also, wen habe ich noch gesagt? Rivaldo, ne? Boah, ich frag mal, so habe ich Rivaldo gezogen. Nein. Okay. Keine Rivaldo. Ist ja nix Rivaldo. Hat. Boah, jetzt ist die Frage, weil dadurch könnte ich das eventuell ein bisschen mindern. Ich will aber. Hat mein Spieler mehr als eine weitere Alternativposition? Nein. Ach du Scheiße, Alter. Boah, ist aber auch schwer, oder? So als Stürmer hast du meistens noch eigentlich. Ja, ich habe jetzt einen Stoichkov hier gehabt, der könnte halt 4 Sachen. Na gut, da muss ich jetzt reinschießen. So wie Luis Hernandez damals, als zu seinen aktiven Zeiten, habe ich den Mexikaner mit dem Stürmer gezogen. Ist korrekt. Let's go, ey. Den wollte ich schon immer mal in den Pick haben. Aber also ich habe aus meiner Sicht hier nur noch einen Spieler, oder ich habe einfach komplett falsch gedacht. Hat mein Spieler High Workrates? Ja. Dann habe ich Henrik Larsson. Den hast du. Darüber kannst du dich jetzt auch richtig freuen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe nur noch Stoichkov und den und denk mir, das kann nicht wahr sein. Bro, ich habe gerade einen Beckham gezogen, Prime, den du gefühlt auch nicht zocken kannst. Jetzt geben die mir die nächste Eierpfeile. Dann kannst du ja wissen, was in den dritten Pick Ach, kommt. Du ja, ey, aber bisher alles erraten. Hatten wir das schon? Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Wir sind gut dabei heute. Bisher noch nicht. Gut, aber muss sagen, ja, die Spieler lassen es auch zu. Ja, also. Ja, das stimmt auch. Die Auswahl ist bisschen sehr schwierig. Ich bin bereit jetzt für den Toti-Icon. Wir gehen rein in den letzten. 3, 2, 1. Okay. Da du jetzt gar nichts sagst, vermute ich, dass du gerade so innerlich am Kreischen bist, dass da jetzt wirklich was Krasses gekommen ist. So ein Zidane, Trophy Titans oder so. Könnte ich mir gerade vorstellen. Wer fängt denn jetzt an? Du oder ich? Willst du einmal anfangen? Ja, komm, fange ich an. Gib mir erstmal ein Jahr mit, ist eine Prime, ne? Ja, aber das darfst du gar nicht direkt stellen am Anfang. Wenn ich dafür deine Rede Komm, okay, dann stelle ich das. Ich stelle das nicht, weil ich es eh weiß. Die Frage ist überflüssig. Die ist überflüssig, diese Frage. Ich stelle die Frage gar nicht. Habe ich einen Mittelfeldspieler? Nein. Perfekt. Scheiße. Also weiß ich Prime und kein... Gut. Ja, mach du. Vielleicht. Ich hab... ich hab Prime, ich weiß. Braucht man nicht stellen, diese Frage, die ist Blödsinn. Steini. Erste Frage. Ja. Hat mein Spieler
mehr als 93 Tempo? Nein. Bei Ronaldo, Ronaldinho. Ronaldo. Also ist mein Spieler wieder ein Angreifer. Nein. Ach du Scheiße, Verteidiger. Ich kann's nicht mehr. Hab ich einen Mittelfeldspieler? Nein. Ja, das ist jetzt wirklich richtig auf Holz unterwegs. Ey, ich hab einen Verteidiger, Junge. Was soll das denn? Ist mein Verteidiger eine Lanxi-Sau? Nein. Perfekt. Okay. So, ich habe kein Mittelfeld. Dann muss ich fragen, habe ich einen Verteidiger gezogen? Nein. Ach komm, was ist denn da los? Und langsamen. Kein Lanxi, Defense, kein Lanxi. Wobei, dann könnte es auch ein Torwart sein, ne? Ich habe einen Europäer gezogen. Hallo? Ja. Habe ich. Europa, somit kein Copacabana. Kein Längs. Ich habe gerade Schiss, weil Torwart zählt halt auch zur Verteidigung. Ne? Ich muss die Frage so stellen. Habe ich einen Außenverteidiger gezogen? Nein. Okay. Kann ich das immerhin wegmachen? So, ich habe jetzt ein... Ach, was soll ich denn da gezogen haben? Kein Längssieger? Ach du Scheiße. Habe ich jetzt einen Angreifer gezogen? Also jetzt Stürmer und alles außen. Alles mit drin, MS auch mit drin, ne? Ja, ja, alles dabei. Hast du gezogen. Okay, so. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Hast du meinen Spieler live spielen sehen? Was halt live im Stadion oder im Fernsehen? Ja, also im Fernsehen jetzt, nicht im Stadion. Dann ja, ja, so die letzten Jahre so. Oh, wie alt bist du noch mal? Du bist auch schon 35. Oh. Puh, okay. Hast also noch ein bisschen was mitbekommen. Also ein Ori wäre für mich da noch zu jung, weil von dem hat man, müsstest du ja sogar noch, da habe ich ja noch richtig viel gesehen. So. Also so, wie der auf der Karte aussieht, so habe ich ihn nicht gesehen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Alter, da muss das ja richtig schwarz-weiß Bild sein. Will ich auch nicht in die Irre leiten, aber das daran kann ich mich nicht erinnern. Boah, ich bin gerade am Scrollen und so. Ah, das mit dem, dass du gerade so die letzten Jahre noch gesehen hast, war ein sehr, sehr guter Call. Hast du mir mehr Hilfe gegeben als eigentlich... Oder du bist auf dem Holzweg, weil du denkst, ah ja, hier, da und da. Ah, na ja, gut, aber ich sag mal so, so ein Rooney zum Beispiel, da haben wir ja komplett alles mitbekommen. Ach so, ja, das meinst du, klar. Rooney habe ich alles mitbekommen. Ja, oder ein Ori zum Beispiel. Mhm. Ja, doch, das ist gut, Frage. Hab ich denn 4 Sterne Skills oder mehr? Nein. Jo. Jo. Ja, Bro, Alter, ich hab ja nicht mal... Ich hab kein Lengthy, was soll ich denn mit einem IV dann? Was soll denn das sein? Am Ende ist das ein Torwart und ich bin auf der Dings. Das ist, ich bleib aber bei IV erstmal. Ich glaube, ist besser. Hab meine Karte mehr als 75 Pace? Nein. Ja, perfekt, Bruder. Alles klar. Was ist das denn für ein Quatsch? So, Steini. Also, ich bin jetzt hier mal am Gucken und ja, es ist auf jeden Fall eine super Auswahl. Hier zwischen einem Littmann, einem Van Basten. Ne, Littmann fällt raus, aber ein Owen, Klose, Nistelrooy. Ist schon lecker. Gute Fußballer dabei. Hat mein Spieler kurzen Haarschnitt? Also so, also jetzt nicht 3 mm, sondern eher nicht so lockig, längere Haare. Du weißt, also eher so, kann man ein bisschen gelen, aber kannst jetzt keinen Zopf mitmachen. Zählt Rijkaard als kurz? Nee, ne? So mal als Beispiel jetzt? Ja, ja, Rijkaard. Als Beispiel. Rijkaard, wo ist denn Rijkaard? Da muss ich... Das ist so gelockte Haare, das ist ja kein... Nee, der hat keine kurzen Haare, deiner. Keine kurzen Haare? Nein. Okay, dann bist du dran. Also wenn ich bei IV bin, dann kann es ja wirklich nur Baresi, Puyol oder Bobby Moore sein. Maybe noch ein Nesta. Also, wie kann ich denn da jetzt rein... Habe ich einen Italiener gezogen?
Nein. Gut, dann fallen die beiden auch weg. Freue ich mich. Ich schaue mir gerade mal so die Haare an. Habe ich einen zentralen Stürmer gezogen? Ja. Okay. Und Rating hat der... Schön. Hat er gut. Rating hat er, ja. Okay, also lass mich mal überlegen. Du meintest, du hast ihn nicht so am Ende kennengelernt, wie er aussieht. Nee, also das Bild auf der Karte kann ich mich nicht dran erinnern. Also dann fällt für mich jetzt auch so ein Schewtschenko weg, weil den sieht man so, den hat man so gesehen. Rooney fällt weg. Also Schewtschenko habe ich gesehen, bei Milan sowie bei Chelsea. Ja, okay, Nistelrooy. Habe ich auch gesehen. Ah, du hast ja, ja, schon klar. Klose hat man gesehen. Sogar ein bisschen länger, der war gut dabei. Also hat mein Spieler ein Rating von 92 oder mehr? Nein. Okay. Ich habe einen Innenverteidiger, ne? Nein. Ich bin die ganze Zeit bei Verteidigung. Das gibt's doch nicht. Ja, aber du hast schon relativ früh gemerkt, dass es auch Torhüter in diesem Spiel gibt. Ja, natürlich, aber ach, das ist doch... Ich war die ganze Zeit mir so sicher. Und eigentlich bei kein Lengthy-Dings, wer soll denn das sonst sein? Ich Vollidiotenkind, aber ist egal, jetzt bin ich da. Ich hatte mal eine Folge, da ist mir das überhaupt gar nicht eingefallen, dass man auch Keeper ziehen kann. Und dann am Ende ich so, hey, ich habe jetzt alle Verteidiger oder alle Mittelfeldspieler durch, wer kann es sein? Und dann auf einmal so, ja, Torwart. So was Beklopptes. Schwierig. Okay, also ich habe gesagt, der hat 92er Rating oder weniger und du hast ihn ja gesehen und er hat längere Haare. So. Habe ich denn Europäer? Klare Sache, ja. Ja. Europa, ja, muss sein. Top 5 Nationen? Nee, Top 9 Nationen? Nein. Was? Ach du Kacke. Huiuiui, okay. Bei mir, also ich gehe vom Prime aus, die Frage erspare ich mir. Van der Sar, Yashin, Schmeichel, Tschech. Wobei, da gibt es auch noch einen scheiß Kassiers. Ne? Ich gebe dir einen Tipp. Einen Tipp gebe ich dir, okay? Mhm. Einen gebe ich dir. Der ist entscheidend. Dein Spieler hat eine Mütze auf. Hat ein Stern-Skill. Wow, krass. Okay, dann fällt der schon mal weg. Aber warte mal, ich hab... Was? Okay, die sind alle arschlangsam. Mittel 3, die haben alle gleich. Wie kann ich darüber... War der Torwart in der Premier League in seiner Karriere? Zum Verständnis, Premier League waren Van der Sar, Schmeichel, Tschech. Nein. Wichtig, somit haben wir nur noch einen Iker und einen Yacin. Wobei, ist das wichtig? Will man die haben? Weiß ich nicht. Ey, die sind gute Keeper, oder? Kassiers, Keeper sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Kassiers ist eine Vollkatastrophe, da kann ich aber verraten. Kommt immer darauf an, wie gut die Abwehr dann auch ist, ne? Wie gut man am Controller ist. Wenn du gut bist, dann brauchst du gar keinen Keeper. So, also ich habe jetzt bei mir auf einer Liste einfach immer noch einen Schewtschenko und einen Ian Rush. Aber Ian Rush, wann hat er denn gespielt? Der ist ja richtig alt. Geboren 61. Dann hat er mit 80 angefangen. Aber ich glaube, du solltest nochmal. Sind das deine einzigen beiden, die du zur Auswahl hast? Dann solltest du vielleicht nochmal durchgehen oder sagen, dass ich gesagt habe, Schewtschenko habe ich sehr, sehr viel gesehen. Ja. Und einen Rush kann ich nicht gesehen haben. Und den Spieler, den ich sage, den habe ich gegen Ende noch so verfolgt, aber nicht so, wie er auf der Karte aussieht. Hat mein Spieler eine schöne, sehr schöne Haarpracht? Also sehr viel ausgeprägtes Haar? Hat er, ja. Also auch gesund? Und so. Ja. Und hat er, grinst er auch offen? Ich könnte jetzt einen Satz bringen, aber... Dann wüsste wer da sofort, wer das ist. Ja, der lächelt. Ja, und wenn du jetzt eine Frau wärst, würdest du auch sagen, ja, ist ein hübscher Mann. Das weiß ich nicht. Ja, kannst du auch nicht wissen. Kommt drauf an, wo ich wohne. Aha. Also, eigentlich müsste es jetzt... Also ich könnte jetzt einen Satz bringen, so, dann wüsstest du sofort. Bum, 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 bum. Also, kommt aus der Nation ein Spieler, der aufgehört hat vor kurzem? Ja. Dann hat mein Spieler auch 3-4? Ja. Dann habe ich Henrik Larsson gezogen. Ist korrekt. Mein Satz wäre gewesen, hier von wegen, kommt drauf an, wo ich wohne. Würde ich in Amsterdam wohnen, wäre das mein Mann mit seinen Dreadlocks. Ach so. Ein bisschen, lustige Zigaretten und so.
Nee, aber so habe ich den tatsächlich, Larsson, das, was ich verfolgt habe bei dem, waren so, glaube ich, die letzten Tage in Barcelona, meine ich, da hat er aber eine Glatze gehabt. Ja, genau, das habe ich gerade auch noch gesehen, ja. Das ist aber schon 2,5 oder so. Ich musste so, weißt du, ob ich nichts, ich musste mir Lachen verkneifen, ich ziehe Larsson, du sagst, was Müll, und dann ist der auf einmal, ploppt der hier bei mir auf. Hm. Ja, schön, das ist eine gute Auswahl. Ich bin froh, dass ich Garincha schon habe, deswegen. Eieiei. Darfst du jetzt eigentlich noch? Ich habe angefangen, ne? Diese Runde habe ich angefangen, also darf ich nicht nachziehen. Nee. Und ich sage aber, ich kenne meinen Account, ich sage, es ist Kassiers, aber wahrscheinlich ist es ein Yashin. Es ist wahrscheinlich ein Yashin. Ah, Prime? Ja. Ja, hat der überhaupt eine andere? Nee, ich glaube nicht, ne? Okay, dann ist belastend. Der hat 500k gekostet. Der ist eigentlich geil, so. Ich hätte einfach nur fragen müssen, hat mein Torwart eine Mütze, Alter? Der hat vorhin noch aus Joke gesagt. Ja, oder das ist Kopfbekleidung. Ja. Der hätte ja auch ein Tschech sein können, ne? Ey, aber Yashin eigentlich guter Mann. Ich habe den auch Yashin gespielt. Ist in Ordnung. Ich fand den Bombe. Der Yashin ist noch nicht einmal gespielt dieses Jahr. Also bei mir war Kassias Finger weg von. Egal. Ja, also egal welche Version. Yashin für mich bester Keeper, muss ich sagen. Aber das wirst du dieses Jahr nicht mehr erfahren. Nee, das werde ich nicht mehr erfahren. Ich lock bei dir im Beckham ein 92er Rating. Und bei dir in Garincha, nehme ich an, ne? Ja. Ja. Können wir machen. Machen wir. Nehmen wir mit. 94er Rating. Wir steigern uns langsam ja. Von den Spielern. Ey, Ladies! Ich würde mich echt mal freuen, wenn die Auswahl ein bisschen besser wird. Ja? Also wir sind jetzt gegen Ende von FIFA, gerade bei den Karten. Da kann man auch mal ein bisschen einen raushauen, ey, Alter. Come on. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich vielleicht am Sonntag, Montag, vielleicht gibt es da wirklich ein Pack, wo es dann, wo Primer wegfällt. Einfach nur ein Pack. Ja, 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 ja. Die verschiedenen, wirklich, weißt du, dass, ja, dass du ein bisschen Animation auch siehst. Ja. Vielleicht haben wir da. Ey, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, noch auch gerne Regeln, Fragen, könnt ihr auch gerne reinschreiben, die man so stellen könnte. Ja? Könnt ihr unten reinballern oder bei Stefan zum Video rübergehen und da auch die Kommentare voll, dass wir noch ein paar kreative Sachen hier reinbekommen. Ey, Stefan, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich das hier mit dir aufnehmen durfte. Und ja, checkt die Folge bei Stefan ab. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Daumen nach oben wäre ein Träumchen. Und ja, dann verpissen wir uns, wa? Würde ich sagen. Ciao, ciao. Tschüss.